Das ist eine Sache, die habe ich vor 5, 6 Jahren von Fergus Connolly kennengelernt. Und es hat meine Sicht auf meine Arbeit als Coach komplett verändert. Start at the game bedeutet philosophisch, womit fangen wir an, wenn wir darüber nachdenken, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja, und ich, wie wahrscheinlich viele andere, ich kam aus dem American Football, aber für mich war der Einstieg Athletik. Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer. Und dann habe ich da angefangen, bei der Athletik. Bin in den Basketball gekommen, habe geguckt, okay, wo brauche ich Kraft im Basketball, wo brauche ich Schnelligkeit und welche brauche ich im Basketball. Ich habe von unten nach oben dahin gearbeitet. Genauso im Eishockey. Boom, von da nach da. Und dann hat Fergus dieses einfache Ding gesagt, Gerrit, bei allem, was du tust, start at the game. Und was ich damit sagen will, ist, wir müssen bei der Spielidee anfangen, weil daraus resultiert alles andere, was wir im Trainingsprozess tun wollen. Eine bestimmte Spielidee hat ganz enge taktische Voraussetzungen, um diese Spielidee umsetzen zu können. Und da sind sehr viele Coaches sehr unterschiedlich. Aber wenn es einen gibt, der in der ganzen Organisation weiß, was man tun muss, um Spiele zu gewinnen, dann ist es der Head Coach. Der macht sich vielleicht die letzten 10, 20, 30 oder 40 Jahre über nichts anderes Gedanken, als mit welcher Spielidee können wir Spiele gewinnen. Und seitdem ich auf diese Art und Weise an das Thema herangehe, ist das Gespräch mit dem Head Coach das absolut Essentiellste, damit der ganze Trainingsprozess beginnt. Wir fangen bei der Spielidee an, die hat bestimmte taktische Voraussetzungen. Für eine bestimmte taktische Umsetzung brauche ich technische Voraussetzungen. Diese technischen Voraussetzungen erfordern eine gewisse Physis und daraus kann ich dann meine Key Performance Indicators bilden. Bevor ich also anfange zu sagen, wir brauchen Kraft im Eishockey, fuck, nein, brauchen wir vielleicht gar nicht mit diesem Team. Welche Spielidee haben wir? Ein interessantes Beispiel, in Österreich hatten wir letztes Jahr einen Coach, der hat Eishockey auf eine Art und Weise gespielt, was sehr viel gedankliche Ruhe und Explosivität erfordert hat. Ja, Spieler, für die, die vielleicht schon mal Eishockey ein bisschen verfolgt haben, gerade die Stürmer, die warten vorne an der blauen Linie auf den entscheidenden Pass, boom! Und dann ist es ein 7, 8, 9, 10 Meter Antritt für den Puck und dann wird der Pass reingespielt und das ist die Spielidee, um Tore zu erzielen. Dieses Jahr ist die Spielidee ein komplett anderes. Stürmer kommen von hinten heraus und skaten viel, viel mehr. Dementsprechend ist das Training dieses Jahr auch anders als letztes Jahr. Die Art und Weise, wie wir mit den Spielern kommunizieren, ist eine andere. Ich habe gesagt, letztes Jahr ging es viel um Ruhe, kontrollierte Entscheidungen, Explosivität, Präzision. Dieses Jahr geht es um Grinden. Es geht darum, sich durchzusetzen gegen andere. Das ist eine andere Mentalität, andere KPIs, die daraus resultieren, andere Trainingsformen, die daraus resultieren. Und wenn wir jetzt innerhalb einer Organisation nicht nur über das eine Team und das eine Spiel nachdenken, sondern versuchen, das Spiel auf eine Art und Weise zu spielen, dass wir auch das nächste Spiel und das nächste Spiel und das nächste Spiel und die Saison darauf und die Saison darauf gewinnen können oder erfolgreich sein können, dann entsteht daraus eine Philosophie. Und diese Philosophie ist halt das, was uns in Entscheidungen treibt. Setzen wir jetzt den Starspieler, der sich letzte Woche daneben benommen hat, nächste Woche ein oder nicht? Und das ist das Metagame. Was setze ich dieses Spiel aufs Spiel? Auf wie viel Kosten der nächsten Spiele will ich das tun? Daraus resultiert die Philosophie. Und das Gespräch mit dem Sportdirektor, dem Coach und da gemeinsam zu verstehen, wo wir uns auf diesen Ebenen bewegen, was wir tun wollen, welche Kosten wir eingehen und was für uns das Metagame bedeutet und wie viel Wert uns das einzelne Spiel ist, das bestimmt die Spielidee und daraus resultiert alles andere. Manchester City, erste Mannschaft, Spielidee ist Spiele gewinnen, koste was es wolle. Für die jedes Spiel komplett gewinnen, jedes einzelne Spiel. Das sieht anders aus in der Manchester City Jugendakademie. Das sieht anders aus wie in einem Entwicklungsfußballclub in Deutschland. Zweite Liga, dritte Liga, Hannover 96 Akademie. Das ist eine andere Philosophie. Daraus resultiert ein anderes Training.